Jeder zweite Fernzug rollt durch Hessen. Wir sind das Drehkreuz Europas. Aber wie sieht es innerhalb unseres Bundeslandes aus? Wie mobil sind wir in Hessen? Das will ich heute checken. Auf dem Land und in der Stadt. Jetzt sind wir mit dem Fahrrad in Gießen unterwegs. Welche klugen Lösungen für moderne Mobilität gibt es? Drückt auch ganz gut aufs Gaspedal, merke ich gerade. Ach, das fühlt sich nur so an. Die gehen aber echt ab hier. Wie schnell klappt es eigentlich mit dem Umbau Richtung Zukunft? Das dauert nicht mehr lang, dann ist auch das schnelle Internet bei Ihnen. Der Hessencheck. Wie mobil sind wir? Na prima. Wieder viel Verkehr heute. Und dicke Luft. Mit einem Benzin- oder Dieselauto in die Stadt? Wie lange das wohl noch möglich sein wird? Wer auch in Zukunft mobil bleiben will, muss offen sein für neue Ideen. Wie Heinz-Joachim Rade aus Runkel. Er plant, ein Wasserstoffauto zu kaufen und nimmt mich mit auf seiner Probefahrt. Das heißt, Sie sind richtiger Fan von Wasserstoffautos, kann man so sagen? Kann man sagen, ja. Warum? Weil es eben ein Elektroantrieb ist. Wir brauchen kein Öl, keine fossilen Brennstoffe und wir haben keine Schadstoffe. Das Auto produziert seinen Strom selbst, aus dem Wasserstoff im Tank. Der Wasserstoff wird in der sogenannten Brennstoffzelle in Strom umgewandelt, der dann das Auto antreibt, ganz ohne Schadstoffe. Praktisch. Das ist ein kleines Kraftwerk, das Sie theoretisch sogar in Ihrem Haus haben könnten. Damit könnten Sie auch im Haus Strom erzeugen, wenn Sie das wollen. Man ist heute so weit, dass man das sehr kompakt bauen kann und damit eben auch wirklich das Auto antreiben kann. So, wir haben jetzt hier also den Tank. Sieht ja auf den ersten Blick erstmal aus wie eine ganz normale Tankstelle. Genau, das sieht aus wie eine normale Tankstelle, wie ein normaler Zapfhahn. Es wird dann eben aufgesetzt und dort kommt eben der Wasserstoff. Flüssig. In flüssiger Form, okay. In flüssiger Form, ja, weil der so hoch komprimiert ist. Ne? So, jetzt kann man im Grunde schon loslegen. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Nö, warum? Explosionsgefahr? Wie bei anderen Autos auch. Nein. Also ob Sie bei einem. Sie dürfen ja auch bei einem Benziner oder bei der Benzinbetankung einer Tankstelle nicht telefonieren oder rauchen. Und das ist hier natürlich genauso. Der Tankvorgang? Etwa 3 Minuten. Die Reichweite über 500 Kilometer. Manche batteriebetriebene Elektroautos sollen das auch schaffen, brauchen aber mindestens eine halbe Stunde zum Laden. Nachteil? Ein Wasserstoffauto kostet doppelt so viel wie ein Benziner oder ein Diesel. Und die Tankstellen sind echt rar. Sie wohnen in Runkel, da wäre zum Beispiel in Limburg die ganz neue Tankstelle, ja. Die jetzt schon mal perfekt. Deswegen war ich auch froh, als vor einem Jahr das angekündigt wurde, Limburg bekommt eine Wasserstofftankstelle. Ich wusste gar nicht, wie mir da geschah. Derzeit gibt es allerdings gerade mal 2 Wasserstofftankstellen in Hessen. 3 sind in Vorbereitung. Ob sich die Wasserstofftechnik durchsetzen wird? Zumindest im öffentlichen Nahverkehr scheint sie sinnvoll. Frankfurt, Wiesbaden und Mainz wollen insgesamt 11 Wasserstoffbusse anschaffen. Schon 2018 sollen sie zum Einsatz kommen, ganz emissionsfrei. 9 von 10 Hessen sind täglich unterwegs. Fast 60% der Strecke werden mit dem Auto zurückgelegt. Gut 1/4 zu Fuß, knapp 10% mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 7% mit dem Fahrrad. Fahrrad, Auto, Bus. Wenn ich sie besser kombinieren könnte, wäre ich auf manchen Strecken schneller unterwegs. In Offenbach wird so eine intelligente Vernetzung gerade getestet. In Offenbach unterwegs mit dem E-Bike. Super. Und das sind die E-Bike-Garagen sozusagen? Genau, unsere Fahrradboxen. Hier am Standort haben wir 15. Wir bauen gerade noch 2 weitere Standorte an E-Mobilstationen zum Laden, zum Aufbewahren. Und wir kombinieren das Ganze natürlich mit unseren E-Autos und mit allen Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs. Okay, das heißt, ich habe dann im Zweifel nachher eine Fahrkarte, mit der ich nicht nur Bus und Bahn fahren kann, sondern eben auch E-Auto oder E-Bike. Exakt. Das E-Ticket Rhein-Main. Und genau mit dieser Karte können Sie alle Angebote dann des ÖPNV nutzen. Das klingt ja erstmal super. Wollen wir es uns mal anschauen? Ja. Super. So, welchen nehmen wir? Den Fließer hier. Und das ist ganz einfach mit der RMV-Karte. Einfach das Fahrzeug öffnen. Das Kabel nehme ich einfach mit, kommt oder? Ins Auto, dass Sie auch unterwegs laden können. Sehr gut.
Ja, wie weit komme ich denn mit dem überhaupt? 140 Kilometer. Ja, dann drehe ich mal eine Runde. Vielen Dank. Viel Spaß. Dankeschön. 140 Kilometer? Im Stadtverkehr sollte das reichen. Ist der schon an jetzt? Ja, natürlich, ist ein E-Auto. Echt? Weil man hört gar nichts. Okay, gut. Ich probiere es mal. Rückwärtsgang rein. Und schön klein ist es, auch praktisch. Und wie wir hören, hören wir nichts. Das hessische Wirtschaftsministerium fördert das Modellprojekt. Starten wird es im Juni 2017. 5 Stationen soll es dann in Offenbach geben. Auch das Netz für Elektrotankstellen wird in Hessen ausgebaut. Derzeit gibt es gut 640 Ladepunkte für Elektroautos. Möglich, dass Sie demnächst auch dieses lustige Auto an einer Ladestation sehen. Ich bin mit einem pfiffigen Tüftler in Langgöns unterwegs, der seiner Ente das Qualmen abgewöhnt hat. Nun fährt es vollkommen emissionsfrei mit Strom. Das ist schon irre, eine E-Ente. Wie kommt man denn auf die Idee? Ja, wir kommen auf die Idee. Wir haben mal gedacht, wir brauchen halt irgendein Fahrzeug, was irgendwie möglichst leicht aufgebaut ist. Und vor allen Dingen halt auch wegen dem Gewicht. Ein leichtes Fahrzeug, weil dann brauchen wir einfach weniger Batterien. Wird es nicht so teuer. Und dann sind wir irgendwie auf die Ente gekommen. Wie schnell kann die? Die kann 130 km/h fahren. Fährt man aber nicht, weil eine Ente eigentlich schon für langsame Geschwindigkeiten gemacht ist, sagen wir mal so Bereich 60, 70, 80 mit Verdeck schön gemütlich rumfahren, weil über 100 windet es richtig viel und dann macht das wirklich Spaß. Ne? Aber das ist so Ihr Traum, also den Sie sich jetzt persönlich erfüllen? Ja, ich fahre jetzt schon jahrelang elektrisch und ich wachse in der Begeisterung, ich finde das einfach toll. Ne? Schon jahrelang elektrisch? Und ich dachte, E-Autos wären modernste Hightech. Da ist die Werkstatt. Können wir ja gleich mal schauen. Ja, gerne. Da steht jetzt die nächste Ente bereit zum Umbau. Können Sie sich das mal angucken, wie das so aussieht. Sehr gerne. Da bin ich ja gespannt, wie so ein E-Motor aussieht. Ja. Hallo. Das ist mein Kollege, der ja. Grüß dich. Sie sind fleißig bei der Arbeit. Ja. So, da gehen wir hier hin. Wow. Was sind das denn hier für schicke Flitzer? Ja, das ist ein MG aus den 70er Jahren. Der soll später auch umgebaut werden auf Elektromotor. Das soll ein E-Auto werden? Ja. Das heißt, das hier kommt alles das ganz kommt geraffelt alles raus. Genau. Und der Motor, der ist dann praktisch da, wo das Getriebe wäre, unten im Tunnel. Also da braucht man auch kein Getriebe mehr und nichts. Den sieht man nicht. Und das ist da, da kommen Akkus rein. Das heißt wahrscheinlich halt der letzte Werkstattbesuch dann? Im Prinzip in der Form, ja. Und das hier, das ist halt ein Kundenfahrzeug, eine Kastenente von 1976. Das heißt, auch so ein altes Auto macht das mit? Gerade die. Also der Kunde, der dieses Auto will, der hat eine Firma, die restaurieren Häuser. Der ist also historisch interessiert und möchte halt ein Fahrzeug haben, was zu seinem Gewerbe passt. Auf der anderen Seite ist er aber ökologisch stark engagiert. Das heißt, er hat selber Stromerzeugung, er hat Solarzellen, er hat ein Windrad im Garten, also etwas Größeres. Und auf die Weise hat der eben die Möglichkeit, den Strom auch ökologisch zu erzeugen. Und dann wird so ein Elektroauto auch sinnvoll. Ja. Dann wird es interessant, ja. Ne? Weil kostet ja erstmal ein bisschen richtig. Was, aber dann braucht man in Zukunft nicht mehr tanken. Genau. Kein Benzin tanken. Keine Inspektion mehr, kein abgerosteter Auspuff, kein Ölwechsel, der ganze Kram fällt weg. Etwa 140 Kilometer kommt so ein Oldtimer weit. Mit Batterien? Quasi aus dem Laptop. Nein, das sind natürlich ganz viele. Also wir müssen schon ein paar tausend von den Zellen rein. Aber im Grunde genommen sehen die so aus. Das die ist nichts anderes. So. Ja, ja, die sind so. Die werden so aneinander konfektioniert. Weil das sieht ja aus wie eine Batterie, wie eine handelsübliche Batterie. Das ist aus einem Laptop, also eine Laptop-Batterie oder eine Hochstrom-Akku aus dem Power-Tool. Und davon ganz, ganz viele? Ja, wir haben hier so einen Koffer. Ersatzakku kann man, sozusagen. Ersatzakku, ja, kann man die Reichweite erhöhen oder einen Reservekanister. Vielleicht hier an der Seite sieht man hier diese Zellen hier neben. Ich glaub, da sind ganz viele hoch. Davon drin. Hier neben sind die Zellen alle aneinandergereiht. Können Sie es denn nachvollziehen, dass deutsche Automobilhersteller auf dem Stand sind aktuell, wie sie sind? Ja. Ich habe mal bei Mercedes gearbeitet vor 20 Jahren. Ich weiß, warum das so ist. Die wollen das nicht. Das ist... Die Technik ist ja da. Ich meine, Elektroautos sind wirklich kein Problem. Wenn wir sowas hinkriegen, sollte Mercedes in der Lage sein, auch sowas zu bauen. Ich finde es auf jeden Fall toll, was Sie hier machen. Danke. 10.000 bis 15.000 Euro kostet so ein Umbau. Wohl eher was für Liebhaber. Und überhaupt, Elektroautos allein können nicht die Lösung sein.
Wie wäre es denn mal mit dem Versuch, das eigene Auto weniger zu nutzen? Ist das auf dem Land überhaupt möglich? Das will ich mir in Jesberg anschauen. Ein bundesweit einmaliges Projekt will beweisen, dass es geht. Wir wollen den Bürgern hier die Möglichkeit bieten, eben ohne eigenen Zweit-, Dritt-, Viertwagen leben zu können. Das ist ja typisch fürs Land, ne? Dass man da nicht ein Auto hat, sondern im Zweifel sogar mehrere. Jeder, der einen Führerschein hat, hat ungefähr ein Auto. Bei den ganz Älteren ist es nicht mehr unbedingt so, aber bei jedem Jüngeren, der auch mal zur Arbeit so fährt, man hat ein Auto. Weil man ohne Auto aufgeschmissen ist. Und wenn man erstmal ein Auto hat, dann macht man auch im Dorf, selbst da, wo man in der Stadt zu Fuß oder gehen würde oder mit dem Fahrrad fährt, fährt man mit dem Auto jeden Meter. Deswegen fahren hier permanent Autos, die aber nur innerhalb des Dorfes fahren und nicht nach außen. Was war denn die Grundidee? Warum haben Sie gesagt, wir brauchen dann einen Verein Vorfahrt für Jesberg? Warum ist der so wichtig? Wir hatten hier mal von externer Unterstützung als Dorf zur Strategieentwicklung. Der hat gesagt, die Leute ziehen weg, weil Mobilität so schwierig und teuer ist. Und haben gesagt, ja, wir wollen ja nicht, dass alle wegziehen. Und deswegen müssen wir einen Weg finden, dass man ohne eigenes oder zumindest ohne eigenes Zweitauto hier leben kann. Und deswegen haben wir angefangen eben mit Carsharing. Aber wenn ich alles, was ich vorher mit eigenem Auto mache, dann mit Carsharing-Autos mache, das macht für viele auch nicht Sinn, weil es auch nicht viel billiger wird. Es bringt erst dann was, wenn man eben nicht mehr und alles... Und Quad fährt man hier, sicher. Ja. Okay. Ja, wenn man dann nicht mehr alles mit dem Auto macht. Und die Leute im Ort, sind die dann eher zum Teil auch skeptisch gewesen, haben gesagt, ach Mensch, was wollt ihr denn da? Ich behalte mein Auto? Oder wie ist da so die Entwicklung und wie also nehmen die Bürger das an? Am Anfang war es schon sehr schwierig, das überzeugend rüberzubringen, dass das auch Sinn macht. Aber mittlerweile, da wir es ja auch vorleben, haben sich doch einige schon gefunden, die das auch in Anspruch nehmen. Das Nachbarschaftsnetzwerk zum Beispiel. Herr Görz engagiert sich ehrenamtlich und fährt ältere Nachbarn zum Arzt. Dafür reserviert er sich eines der Carsharing-Fahrzeuge. Hallo! Hallo, guten Morgen! Grüß Sie! Hallo! Wir fahren eine Tour heute. Wir fahren heute eine Tour. Okay. Wir haben eine Frau zum Arzt zu fahren. Mit einer Chipkarte wird das Auto aufgeschlossen. Abgerechnet wird nach Stunden. Tag. Das ist auch eine. Man kennt sie hier schon. Ja, die habe ich auch schon gefahren. So, sind wir hier? Ja. So, hier sind wir. Ah, hallo Frau Fuhrmann. Hallo Herr Götz. Sind Sie denn endlich? Ja, endlich bin ich da. Ja. Entschuldigen Sie, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe den Herrn Götz aufgehalten. Ja, siehste. So, Frau Fuhrmann. Ja. Ich darf heute mal mitfahren. Ist das okay? Ja, klar. Alles klar. Heute mal. Oh mein. So. Alles schön im Bild festgehalten, ne? Ja. So, dann steige ich mal hinten ein, gell? Zwei Euro kostet die Fahrt pro Stunde. Ich habe jetzt gerade gelesen, es soll ja ein bisschen erhöht werden, die Preise. Und das ist gerecht. Und vor allen Dingen wird man von Tür zu Tür, man wird abgeholt und wieder gebracht. Es ist eine ganz, ganz feine Sache. Drückt auch ganz gut aufs Gaspedal, merke ich gerade. Ach, das fühlt sich nur so an. Wir kennen hier unsere Kurven. So, so. Ja. So. So. Da sind wir. Danke, da sind wir. Danke, dass ich heute mal mitfahren durfte. Sehr schön. War ja interessant. Also, kommen Sie wieder gut nach Hause. Und Sie auch. Der Götz holt Sie ja wieder ab. Ja, bis später, Frau Fuhrmann. Tschüss. Etwa jede zweite Autofahrt ist kürzer als 5 Kilometer. Jede dritte sogar kürzer als 3 Kilometer. Auf so kurzen Strecken ist das Fahrrad ökonomischer und oft auch schneller als das Auto. Für solche Strecken kann man sich in Jesberg eines der E-Bikes oder diese elektrischen Lastenfahrräder mieten. Zum Einkaufen zum Beispiel. Die gehen aber echt ab hier. Wer selber nicht mobil ist, kann im Supermarkt bestellen und Said mit der Abholung beauftragen. Hallo. Hallo. Sie haben schon den Einkauf für uns vorbereitet? Ja, das ist der bestellte Einkauf, den der Said jetzt ausliefern wird. Okay, das heißt, den nehmen wir mit, laden wir um in unser Fahrrad? Genau. Jawohl. Dankeschön. Bitte. Der Mobilitätsverein wird von örtlichen Geschäften gesponsert. Said ist aus Pakistan geflüchtet und lebt seit knapp einem Jahr in Jesberg.
Für seine Bringdienste bekommt er ein kleines Taschengeld und ist in das Gemeindeleben eingebunden. Übrigens, auch der Bürgermeister will in Zukunft statt Dienstauto, zwar nicht das Lastenrad, aber das Mietauto des Vereins nutzen. Guten Tag. Heute wird Herr Kramer beliefert. Er hatte hier früher eine Polsterwerkstatt unter seiner Wohnung. Haben wir mit dem Fahrrad hergebracht. Hallo. Grüße Sie. Sahid und ich haben eingekauft für Sie. Und selber einkaufen ist nicht mehr so gut. Nee, ich mach's so gut, wie ich's kann. Mhm. Nee, ich sehe ja auch nicht richtig. Ich habe vor 2 Jahren Augenschlaganfall gehabt und bin am Auge operiert. Oh, und das tut mir leid. Da mache ich dann das nur noch, was ich zu Fuß machen kann, mache ich. Auto packe ich keins mehr an. Das heißt, das ist Sie für sind, mich tabu. Ja, Sie sind froh, dass der Sahid die Einkäufe bringt. Das ist schön. Danke. Auch schönen Dank nochmal. Danke. Tschüss. Tschüsschen. Und nochmal schönen Dank. Gerne. Aber die Jesberger hatten noch eine clevere Idee. Deshalb steht hier eine Bank. Das hier ist nicht nur irgendeine Bank, das ist eine Mitfahrerbank. Wer hier sitzt, wird mitgenommen. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Wenn man schon das Auto nimmt, könnte man ja wenigstens jemanden mitnehmen. Zum Rathaus oder zum nächsten Laden. Die Bank ist ganz neu. Ob sich das bereits rumgesprochen hat? Hallo! Das ist die Bank zum Mitnehmen? Genau, das ist die Bank zum Mitnehmen. Sie nehmen mich echt mit? Das ist ja irre. Ich habe jetzt keine 2 Minuten gewartet. Ich habe nicht gedacht, dass das so klappt. Ach super! Experiment geglückt. Okay. Verrückt. Solche Projekte wie in Jesberg brauchen engagierte Bürger und ein schnelles Internet für die intelligente Vernetzung. In manchen Regionen Hessens ist das noch ein Riesenproblem. Die Nordhessen Kabel GmbH baut derzeit das Breitbandnetz in den 5 nördlichen Landkreisen aus. Europaweit der größte Breitbandausbau. Letztendlich ist es so, dass wir als öffentliche Infrastrukturgesellschaft eben überall dort aktiv werden, wo der Markt versagt. Für die privaten Marktakteure sind solche ländlichen Gebiete aufgrund der sehr hohen Renditeerwartung oftmals eben nicht attraktiv genug. Das lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich einfach nicht für sie. Und deswegen gibt es an der Stelle hier unser Betreibermodell über die 5 Landkreise. Das heißt, wir haben ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 128 Millionen Euro und können so die ländliche Region in der Fläche erschließen. Wir verlegen ca. 2200 Kilometer. 2200 Kilometer? Genau. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Von hier bis, was wäre das? Sizilien ja. Zum Beispiel. Ja, so ungefähr. Genau. Und da kommen letztendlich dann diese kleinen Fasern hinein. Das ist letztendlich ein Glasfaserkabel. Das ist ein Glasfaserkabel. Habe ich so noch nie gesehen. Deswegen will ich mir das in Knöllwald genauer anschauen. An 2 Punkten werden Gruben gegraben und unterirdisch mit einem Rohr verbunden. Also ohne die Straße aufzureißen. Und dann wird das Kabel durch das Rohr geblasen. 20 Meter schon? Jawohl, das sind die Meter. Ja. Und die Trommel? Kriegen Sie heute noch leer? Die wird noch leer gemacht. Jawohl. Können wir denn mal gucken, wie das Kabel auf der anderen Seite aussieht? Jawohl, können wir auch machen. Ja? Wir gleich wechseln. Okay. So können auch größere Strecken flächenschonend und schnell ausgebaut werden. So, stopp erstmal. Das ist ja ulkig. Dieses Kabel geht nach Appenfeld. So. Liebe Appenfelder, es dauert nicht mehr lang, dann ist auch das schnelle Internet bei Ihnen. Wenn es um das schnelle Internet geht, sind der Vogelsberg- und Schwalm-Eder-Kreis Schlusslichter in Hessen. Hier beträgt die Breitbandabdeckung unter 40%. Und mit dem Mobilfunknetz sieht es oft auch nicht besser aus, wenn man in Hessen auf dem Land unterwegs ist. Nicht nur in diesem Hotel in Knöllwald gibt es oft keinen Handyempfang. Wir haben das hier, dass Gäste kommen und feststellen, sie haben kein Mobilfunknetz und sagen, vielen Dank, tut uns leid, aber wir können nicht bleiben, wir müssen weiterziehen. Können Sie uns sagen, wo es Mobilfunk gibt hier in der Region? Wie ärgerlich, oder? Ja, es kostet Übernachtung und es kostet auch Reputation. Ja, weil
Es ist lesbar im Internet, das wird dann auch gepostet, ja, dass eben dann kein D1 ist. Die Welt ist so offen, so nah beieinander. Ist vernetzt. Ist vernetzt, ja, wenn man dran teilnimmt, ja. Noch nicht so ganz hier im Knöllwald. Aber kommt ja, soll kommt. Ja kommen. Ja, wir freuen uns drauf. Ich wünsche ja. Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ich fahre weiter nach Gießen. Hier möchte ich mehr über ein Projekt erfahren, das den Hessischen Preis für Nachhaltigkeit gewonnen hat. Oh, das ist ja hübsch. Ein Mädchenfahrrad. Ja, ein schönes Hollandrad. Fast noch in sehr gutem Zustand. Okay, schön noch Nachschub, okay? Ein Preis, der mit diesen vielen kaputten Fahrrädern zu tun hat, die nutzlos in Kellern oder an Laternen angeschlossen rumstehen? Mit denen müsste man doch etwas Sinnvolles anfangen können, dachte sich Erik Lehmann. Er ist Student der Umwelttechnik und kam da auf eine Idee. Naja, es hat alles angefangen eigentlich mit meinem Hausverwalter. Der hatte immer gemeckert, dass bei uns der ganze Keller vollsteht mit Rädern quasi. Und ich dachte, ja, die Räder, die kenne ich auch schon, weil ich hier schon ein paar Jahre wohne. Daraus könnte man ja noch mal was anderes machen quasi, beziehungsweise die irgendwie weiterverwerten. Und da wir hier kein Ausleihsystem haben über die Bahn, was ja in vielen Städten eigentlich der Fall ist, aber Gießen ist halt zu klein, dass es dafür als würdig betrachtet wird quasi. Das heißt, es würde sich hier nicht rentieren, sagen die großen Anbieter? Das denken die großen Anbieter zumindest, ja, denke ich. Also, oder muss man halt selbst aktiv werden. Ja, das ist die Idee, ja. Derzeit gibt es in Hessen 10 Städte, die über ein öffentliches Fahrradverleihsystem verfügen. Hinzu kommt Jesberg, wo man ein eigenes Bikesharing-Modell aufgebaut hat. Und auch in Gießen könnte ab Sommer 2017 ein Fahrradverleih möglich sein. Noch stehen sie am Anfang. Mit 50 Fahrrädern wollen sie loslegen. Alles gut? Kann ich euch noch irgendwas abnehmen? Das sind Dinge. Starke Männer. Danke. Die schaffe ich. Doch erstmal müssen sie die eingesammelten Fahrräder reparieren und verkehrstauglich machen. Dazu nutzen sie im Moment noch die alte Kupferschmiede, in der gegen eine kleine Spende jeder sein Fahrrad reparieren kann. Ob sich die Idee irgendwann auch rechnen wird? Mit der App für die Ausleihe ist Philipp Reinicke dagegen schon weiter. Ja, wie schaut's aus? Hast du ja, mal ich vom hab so ein das Design? Mit, so. Ich habe so ein paar Bilder mit halt. Ich denke, vom Design her ist das schon ganz gut soweit. Ich habe mir so vorgestellt, dass wir die Karten vielleicht so machen, also quasi, dass wir die Symbole so machen können, dass wir sehen, halt, wo im Grunde genommen wo es gerade steht. Genau, die gerade sind. Wie genau ist das ungefähr? Was denkst du? Wie kriegen wir das hin? Ja, ich denke auch 5 Meter, so die meisten GPS-Geräte gehen auf 5 Meter ungefähr. Wichtig, denn die Kunden sollen ja wissen, an welcher Ecke welches Fahrrad steht. Witzig, aber auch ungewöhnlich, so unterschiedliche Fahrräder für ein Bikesharing. Ob sie wohl genug zusammenkriegen? Ich denke, die meisten Studenten, die hier abhauen, nachdem sie ihr Studium fertig haben, und es sind sehr viele, die einfach nicht in Gießen bleiben, weil es keine größere Industrie gibt oder sonstiges, die lassen ihr Fahrrad einfach da und davon ja, entstehen diese ganzen Leichen, die man dann mitnehmen kann, quasi, beziehungsweise ja, die man zumindest mitnehmen sollte oder was machen sollte daraus, bevor sie komplett vergammeln. Ja, für deine Idee hast du ja sogar einen Preis gewonnen, ne? Ja, das stimmt, ja, von der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie, da hatte ich mich beworben und ja, jetzt seit März werden wir finanziert, ein wenig zumindest. Der Frankfurter Hauptbahnhof. Fast 500.000 Menschen nutzen ihn täglich. Die Region wächst und damit die Zahl der Menschen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das belegen die gestiegenen Fahrgastzahlen beim RMV, dem größten hessischen Verkehrsverbund. Nutzten vor noch 20 Jahren 530.000.000 Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel, so ist ihre Zahl 2016 auf 735.000.000 gestiegen. Im Rhein-Main-Gebiet wohnen und arbeiten immer mehr Leute. Mit dem eigenen Auto stehe ich ständig im Stau und finde keinen Parkplatz. Öffentliche Verkehrsmittel werden deshalb immer wichtiger. Aber ist die Infrastruktur dafür überhaupt noch ausgelegt, will ich von Herrn Bolte wissen.
Wir haben die Situation, dass wir heute in diesem Eisenbahnknoten den Fernverkehr und den Nahverkehr S-Bahn auf den gleichen Gleisen sozusagen fahren lassen. Und das Ziel ist es sozusagen, für die S-Bahn eigene Gleise zu schaffen, um praktisch mögliche Konflikte, die sich in der Trassenbelegung ergeben, zu vermeiden. Nicht nur im S-Bahn-Tunnel knäuelt sich der Verkehr. Die Stellwerke sind über 30 Jahre alt, werden nach und nach digitalisiert. Und die Gleise rund um Frankfurt? Viel zu knapp. Derzeit müssen S-Bahnen an manchen Stationen planmäßig Pausen einlegen, um die schnellen Fern- und Güterzüge vorbeizulassen. So zum Beispiel die Linie S6 auf Höhe Frankfurter Berg. Das heißt jetzt erstmal Zwangspause. Erstmal die 5 Minuten warten. Jetzt, in dem Moment, ist es ja planmäßig, aber es gibt viele, sag ich mal, wie Sie sagen, Zwangspausen, die nicht geplant sind. Okay. Wo dann tatsächlich auch Verspätungen entstehen. Und wo sich dann wiederum die Pendler ärgern, dass sie richtig eventuell zu spät zur Arbeit kommen. Wobei ich auch wieder sagen muss, teilweise sind auch die Pendler auch ein bisschen schuld, weil sie sich in die Türen stellen. Wenn die Türen zulaufen, dann wird nochmal reingesprungen und die Tür aufgedrückt, als wenn es die letzte S-Bahn ist, die in die Richtung fährt. Weil man muss sich ja vor Augen führen, jede Verspätung, die die S-Bahn im Tunnel macht, überträgt sich automatisch auf alle anderen S-Bahnen, die nachfolgen. Und das ist manchmal den Leuten vielleicht auch gar nicht klar. Und dann wird sie schimpft, scheiß Bahn, schon wieder verspätet. Dabei können sie gar nichts dafür. Wir nicht dafür, weil meistens die, die dann schimpfen, sind ja dann die, die die Bahn aufhalten. So. Dann müssen wir weiter, wa? Genau, dann fahren wir mal ab. Okay. Mit dem Gleisausbau will die Bahn im Herbst 2017 anfangen. Um mehr über einen bereits erfolgten Ausbau zu erfahren, bin ich auf dem Bahnsteig mit Herrn Brill verabredet. Hallo, grüß Sie. Herr Brill, guten Tag. Mensch, ist ja kräftig voll, kräftig was los am Bahnsteig. Das heißt, gleich ein Plätzchen zu kriegen, wird wahrscheinlich schwierig. Einen Stehplatz werden wir kriegen. Hier fährt die Odenwaldbahn ab, die 2005 als direkte Verbindung nach Frankfurt eingeführt wurde. Seitdem ist die Zahl der Fahrgäste um 40% gestiegen. Das wird ein ganz schönes Gedränge jetzt, glaube ich, oder? Ja, das wird jetzt kuschelig da drin. Okay. Ist die Frage, ob wir halt in den ganz vorderen Wagen, da ist es ein bisschen entspannter wahrscheinlich. Ja. Jörg Brill wohnt in Lengfeld im Odenwald und arbeitet in Frankfurt. Ich pendle seit etwa 20 Jahren, wechselnd zwischen Darmstadt und Frankfurt. Und früher musste man mit dem Zug nach Darmstadt Hauptbahnhof fahren, dort umsteigen und dann nach Frankfurt weiter. Hat noch mal eine Viertelstunde länger gedauert, wenn der Anschluss gepasst hat. Wenn er nicht gepasst hat, dann im Zweifel noch länger. Noch länger. Und die durchgehenden Züge sind einfach ein erheblicher Komfort, ja. Unheimliche Erleichterung und Zeitersparnis vor allem dann. Ne? Auf jeden Fall, ja. Eine Dreiviertelstunde dauert die Fahrt. Hoffentlich müssen wir nicht die ganze Zeit stehen. So, jetzt haben wir sogar einen Sitzplatz hier. Oh, herrlich. Endlich. Ja, jetzt ist ja schon ein bisschen mehr Platz. Jetzt wird's besser, ja. Eine neue Station Uni Lichtwiese ist dazugekommen. Die Bahnhöfe auf der Strecke sind alle saniert. So wird die Bahn attraktiv. Aber das heißt, wenn man jetzt das Auto zur gleichen Zeit losschicken würde, wäre das schon noch ein Ticken schneller? 15 Minuten weniger. Okay. In dem Fall, weil ich halt auch wirklich in einem Ort wohne, der den Bahnanschluss direkt hat. Wenn man jetzt mit dem Bus weiterfahren muss, dann zieht es sich natürlich schon, wenn man dann noch so über 3 Ortschaften mit 10 Haltestellen fahren muss. Und das machen aber relativ wenige mit dem Bus, weil dann auch die Verbindungen abends schlechter werden und am Wochenende. Das heißt, die meisten haben dann das Auto irgendwo am Bahnhof stehen und fahren dann mit dem Auto zurück. Ohne Auto würde auch nicht funktionieren, oder? Ganz ohne Auto würde nicht gehen. Das Auto ganz abschaffen, darum geht's ja auch gar nicht. Bei meiner Reise durch Hessen habe ich erfahren, dass es vielmehr auf die intelligente Verknüpfung von Auto, öffentlichem Nahverkehr und Fahrrad ankommt. Dafür braucht es eine gute Vernetzung. So kann Mobilität gelingen, also nachhaltig und zukunftsfähig werden. In der Stadt und auf dem Land.